die Anna. Aus Deutschland. Der Flüchtling. Sie geht jetzt mit uns in die Klasse. Herzlich willkommen, Anna. Woher weißt du denn, dass Papa ihn nicht leiden kann? Euer Vater schreibt seine Meinung sehr deutlich in der Zeitung. Ich will hier aber nicht weg. Das will ich auch nicht. Also so wie es aussieht, hatten alle berühmten Menschen eine sehr schwere Kindheit. Was soll das denn werden? Ein Kalender. Ich kreuze jeden Tag ein Kästchen ab, bis wir wieder heimfahren. Letzten Dienstag sind sie dann mit einem LKW gekommen und haben eure Sachen abgeholt. Die Deutschen sind von allen guten Geistern verlassen. Vielleicht spielt Hitler jetzt gerade Mühle mit meiner Spielesammlung. Hoffentlich ist er lieb zu meinem Kaninchen. Das riecht nach alten Socken. Und wenn ihr weiterhin immer nur von Deutschland träumt, dann werdet ihr viele wundervolle neue Sachen verpassen. Dann macht es dir nichts aus, Flüchtling zu sein. Doch, aber ich finde es auch ganz interessant. Wer notre futur dans cette vie? Santé. Wer notre futur? Santé. Santé. Ihr Juden müsst doch überall die Besten sein, oder? Jetzt haben sie uns, die Nazis. Ach, du Knalltüte. Das ist nur eine Birne. Das sah gar nicht gut aus. Ich glaube, die Mama hat geweint. Herbert Flüchtling muss man eben oft Abschied nehmen. Auf Wiedersehen, du gutes altes Haus. Wiederluga, ihr engen Gassen. Au revoir, Rue de la Victoire. Das gehört zu meiner schweren Kindheit dazu. Du wirst immer mein kleines Mädchen bleiben, hörst du? Jetzt kann Max nämlich eines Tages doch noch berühmt werden. Bonjour, Madame. Madame heißt aber Frau, glaube ich. Au revoir, Madame.